Willkommen zum Arma 2 British Armed Force Let's Play. Ja, ihr musstet leider ein bisschen warten, bis neue Aufnahmen kommen, denn ich hatte eine ganze Menge privat zu tun, hab ein bisschen beim Umzug geholfen und noch dies und das. Naja, gut, aber jetzt bin ich wieder da und es geht weiter. British Armed Force ist das erste DLC, Downloadable Content, was Bohemia Interactive rausgebracht hat für Arma 2. Und man spielt in der Kampagne, die Crimson Lance heißt, zu Deutsch Hochrote Lanze. Es spielt man den Sergeant Brian Frost und nimmt an einer Offensive teil gegen die takistanischen Rebellen. Ja, das Ganze spielt kurz nach der Geschichte von Operation Arrowhead. Und unsere Aufgaben sind Zivilbevölkerung beschützen, Patrouille machen, Lager beschützen und, und. Ich kann auch schon mal starten. Gar nicht so viel labern hier. Ja, es gibt insgesamt vier Missionen. Und ja, die sind, hört sich jetzt zwar kurz an, aber die sind eigentlich relativ lang. Sind die Mission. Man kann da auch, je nachdem wie man sich entscheidet, sind sie sehr wieder variabel. Also dass man verschiedene Sachen freischalten kann, indem man bestimmte Aufgaben erfüllt oder auch nicht erfüllt. Ja, Bohemia Interactive bietet auch dieses DLC als Light-Version an. Das wird automatisch installiert, wenn man Arma 2 patcht. The undulating landscape pulsated below our wildcats as we scudded over central Takistan. Those hills were a sullen, lifeless mass of rock and dirt, and yet they betrayed an ominous presence. My lads were fresh, boys in every sense of the word. I felt a paternal connection with them. I had to keep them safe. Safe from those bastards. Safe from the hills. Safe from themselves. Heads up, lads, we're 1 minute out. Welcome to the mountains. Damn, say better than them can reach our Ratur, Sarge. Well, oh, Gallagher, you know where you are with the desert. These hills of ice. Negative, Sergeant. These hills are safe as houses. The Yanks just dealt out a right good pounding round here. Ja, jetzt geht's ja auch schon voll los. Wir sind hier in einem Schrauber. Kann ich mal von außen zeigen. Oder auch nicht. Geht gerade ein wenig. Obwohl ich es eigentlich anhab. Bloody hell! Missile inbound! Missile inbound! Brace for impact! Und ein... Oh Gott! Scheiße, wir wurden getroffen! The tail's hit! I'm putting her down! Brace for rough one, lads! Jesus! Where the fuck did that come from? Shut it and bite down! Wir sollen eigentlich zu unserer Basis gebracht werden. Denn wir sind gerade ins Land eingeflogen quasi. Und jetzt wurden wir hier gleich schon auf dem Hinweg abgeschossen. Na toll, super, klasse. Fängt ja gut an hier, das Ganze. Oh Mann. Hoffentlich kommen wir hier lebend raus, ey. Oh, 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 oh. Oh. Oh, ist schon schlecht. Boah. Oh. Hey Kollege, alles klar? Der erste steht schon draußen. Warmonger, this is Lancer Red. Sergeant Frost speaking. Zero casualties, but the chopper's had it. Please advise. Over. Copy that. Listen, Frost. Oh, danger. You're to sit tight and secure Six the perimeter. Enemy close. We read movement Six west of your grid. Possibly hostile. Warmonger out. Okay, boys, clear the area and stay sharp. We may have contact. Pilots, hold back. Looks like these guys are more than just ice, Sarge. Ja, wir sind hier quasi mitten im Feindgebiet jetzt abgeschossen worden. Wir müssen uns hier erstmal verteidigen. Oh, nochmal. Hätte ich mir Speicher noch sparen können. Gegen die takistanischen Rebellen, die hier überall noch rumschleichen. Na komm schon her, Kumpel. Ja, schön. Erstmal darüber. Wow! I won't tell you again, Gallagher.
Keep your eyes open and trap shut. Was ist denn da? Wow. Los! Weg mit euch! Boah, ich speichere mal eben kurz. Wow, hier schon voll in Action. Oh, Apache als Luftunterstützung. Ja, das können wir gut gebrauchen. Erstmal hier rüber. Ja, au. Na, komm schon raus. So, was ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt? Abschussstelle verteidigen, okay. Okay, wir sollen zum Abholpunkt gehen. Da. Den haben wir da vorne. Hier sind wir. Da müssen wir hier die Straße runter. Ja. Na komm, verpiss dich schon. Spacken! So, kommt Leute. Abhauen hier. Es wird zu heiß hier. Kommt schon. Oh, noch einmal speichern. So. Na? Da vorne. Ah, verdammt. Erstmal nachladen hier. Na, Kumpels? Freunde des Kopftuches. Ja, komm schon. Na, der will nicht. Ja, genau. So, kommt schon, Jungs. Okay. Alle hier bewegen. Sechs. So doll verletzt. Nur leicht verletzt. Okay, ein bisschen den Rückzug sichern. Ah, okay. Alles klar, denn Jungs, kommt mal. Stell ich euch mal eben hier auf wachsam nur noch. Wo ist denn die 7 eigentlich? Na, 7, wo bist du? 5. Er ist hier die 7, ne? Na, du bist auch nur leicht verletzt. Ja, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Denn jeden Mann, den wir hier verlieren im Gefecht, der fehlt uns nachher im Spiel. Denn unsere Soldaten übernehmen wir quasi. Oh, was ist da oben noch? Von... Ja, das ist aber unser.
übernehmen wir quasi von einer Mission zur anderen und kriegen zwar welche dazu, aber wenn uns jetzt, sag ich mal, 10 haben und sterben uns 5, kriegen wir den nächsten 2 dazu, aber halt noch 7. Und wenn wir alle überleben, hätten wir dann quasi 12. Was natürlich ein tierischer Vorteil ist. So, Jungs, hier, komm. Steht mal auf. Ja, das, was wir hier in der Hand haben, ist eine SA-80, beziehungsweise die Familie dieser Waffe heißt SA-80. Hier im Spiel hat sie eine andere Bezeichnung, L85, A2, aber dazu werde ich dann später noch ein bisschen was erklären. Ja, die ist auch neu, hier beim Add-on quasi, British Armored Force, diese Waffe, und die gibt es auch in unzähligen Varianten, so wie man das halt auch kennt, mit verschiedenen Zieloptiken drauf, Granatwerfer ohne Granatwerfer und. Also wirklich wieder das breite Feld. Ah, da unser Apache sichert uns den Rückzug. Und dann gibt es noch eine ganze Ecke anderer neue Waffen. Ein paar Scharfschützengewehre, Maschinengewehre. Ein paar Fahrzeuge gibt es auch. Insgesamt, ich glaube, 4 Bodenfahrzeuge. Wobei die nicht alle komplett neu sind. Zum Beispiel das Quad ist... gab es ja auch schon vorher, aber ist hier auch nochmal in einer neuen Version drin. Nun komm schon, Jungs. Oh, return to formation. Roger. Und dann gibt es, ich glaube, 3 oder 4 Hubschrauber. Darunter auch nochmal die Chinook und den AH-64. Und was gibt's noch? Ach ja, Panzer gibt's auch. Ein Panzer, so einen kleinen Schützenpanzer. Den LV-Warrior, glaube ich. Moment. Wie hieß der nochmal? FV-510 Warrior, genau. So hieß er. Und so einen kleinen, ja, wie soll man das sagen, so eine Art Jeep. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Art Fahrzeug nennt. Ja, so ein Jeep quasi. Na komm schon. Mit Bewaffnung dran, verschiedene Maschinengewehr, Granatwerfer und so. Und der heißt Jekyll MWMIR. So. Alle hier in dem Merlin. Oh, board that chopper. Der ist auch neu. Merlin HC3. Das ist so ein leichter Truppentransporter. Ja, und den ganz neu gibt es auch den AH-11 Wildcat. Der hat auch ein bisschen Bewaffnung dran. Ich speichere noch mal einmal hier. So. Na komm. Wo ist meine Nummer 7? Haben sie eigentlich meinen Sanitäter abgeknallt, oder? Ich glaube eigentlich, der Meinung, ich hätte meinen Sanitäter gehabt. Oh, hier, unsere Freunde. Sichern den Ort da vorne. Na, wo ist er jetzt? Sag mir mal 7, wo du bist. 7. Do you read? Over. Somebody help me. I'm at 24 077. Also hier, mit dem Planquadrat. Oh, der ist ja gleich da. Aber da vorne kriegt er ja. Können wir dir denn nicht mal ein bisschen helfen vielleicht? Mal so ein bisschen die Beine zurechtrücken. Schauen wir mal. Ey Kumpel. Gruß. Kampfrucksack öffnen. Nee, möchte ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Armor, wo ich ein Arrowhead Let's Play gezeigt habe, dieses mit dem Kampfrucksack öffnen.
bei Mitspielern und NPCs. Das gibt es auch seit Operation Arrowhead. Na Kumpel, kriech, los, schneller, los, kriech. Jetzt müssen wir noch so ein bisschen treten können, so zack. So einen kleinen Schweinetreiber dabei haben, so psch, psch. Los, los, kriech. Ah, komm schon, Kumpel. Hier kann man doch nicht helfen. Nicht verarzten, gar nichts. Tja, jetzt müssen wir so einen Rollstuhl haben oder sowas. Naja, bis du da bist, zeige ich mal den Wildcat. Merlin meine ich. Die Wildcat. So. Schauen wir mal. Zack. Tür schließen. Ja, hier gibt es auch ein paar coole Animationen. Tür schließen und sowas. Moin, Kumpel. Na, wie war der Flug? Oh, gut. Oh. Also, dein Kollege hat sich ja abschießen lassen. Ja. Der weiß ja auch nicht so gut wie ich. Hehehe. Moin, Jungs. Wenn wir jetzt springen könnte, könnte man den Heck runterspringen. Gucken, was hat er für Waffen dran an Bord. So, Ausrüstung meine ich. Ja, das wissen wir. Na, da kommt er auch schon. Der Kumpel hier. Können wir die... Achso, Models gibt es auch neue natürlich. Ganz klar. Der britischen Armee. Also was ich noch zur Light-Version erklären wollte, die Bohemia Interactive rausgebracht hat. Die wurde quasi mit einem Patch eingefügt. Die gibt es für jeden DLC und damit ist quasi die Multiplayer-Kompatibilität sichergestellt. Denn da sind die Texturen nicht so hochauflösend, Sounds nicht so gut und so, aber man hat alle Fahrzeuge und so. Und somit kann man quasi online auf Servern spielen. Auch wenn es da gefordert ist, aber man selber hat das nicht. Welcome aboard, Lancer Red. Now that was a ruddy fine way to make an entrance. So, da sprechen wir nochmal. Man weiß ja nie, was passiert. Ja, ah, geschafft endlich. Ey, Kumpel, deine Hose ist rot. Ja. Ah. Oh, lads, just overheard the traffic. Sounds like you boys were struck by a friendly missile. A US anti-air team. Who we are, mate? Gotta be shitting us. Totally these Yanks were trigger happy like. Keep a lid on it, Jack. Wait, sort of hope for a warmer welcome, Sarge. Look, this isn't Oasis on tour, Gallagher. This is a war zone. Get your head together and pipe down. Da hat uns eine amerikanische Rakete abgeschossen. Die haben auch Tomaten auf Augen, ey. Jetzt würde man das nicht erkennen, was auf den Hubschrauber ankommt. Mann. Oh, so ein Rekrut, der gerade von der Grundausbildung gekommen ist. Oder die US-Soldaten haben gerade pakistanische Soldaten ausgebildet und die sollten gerade damit üben und haben uns dann abgeschossen. So war das bestimmt. So, wie funktioniert das? Ach, muss man da drauf drücken? Ups, da war die Rakete weg. Ah. Musik hier ist übrigens auch ziemlich cool. Werde ich auch wieder hochladen, wenn das Let's Play vorbei ist.
Na komm schon, lande. Wo sind wir nicht? Ah, jetzt sind wir hier in unserer Basis. Hier sieht man das auch. And we're home. Thank you for flying with British Armed Forces Aviation, Flight 1419. We wish you a pleasant stay. Cheers to the ride, mate. Hope this is the last time. We owe you one. Stay safe. So, dann mache ich hier nochmal einen Cut. Denn meine Zeit ist um. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.